Hallo und herzlich willkommen auf der Bank im Grünen, hier schön unterm, was ist es denn, Kirschbaum, neben dem Wacholder, sieht man den noch im Bild? Ich glaube ein paar Äste. Naja, jedenfalls, das ist eine prima Gelegenheit, um eben gemütlich eine Runde zu quasseln, hier auf der Bank. Und wir unterhalten uns einfach ganz entspannt, ohne großen roten Faden, was uns gerade so einfällt. Das macht ihr in den Kommentaren bitte genauso, also auch da gerne tippen, was euch gerade so einfällt. Natürlich niemanden beleidigen, ne? Und immer schön freundlich bleiben und so weiter, da gebe ich mir auch Mühe. Aber mal davon abgesehen, gerne spontan die Finger über die Tasten gleiten lassen, wenn das dann im Verlaufe des Gesprächs euer Bedürfnis sein sollte. Ne? Also wie gesagt, ganz entspannt. Kann man nicht oft genug sagen. So, Thema, ihr habt es ja schon im Titel gelesen, Bushcraft. Höher, schneller, weiter muss es sein. Und das ist sowas, was mich schon seit Jahren beschäftigt und schon seit einiger Zeit umtreibt und vielleicht auch so ein bisschen ein Phänomen dessen, wenn man halt eben auch einen Blick durch die sozialen Medien auf eben die ganze Thematik hat. Denn mit einer einfachen Waldübernachtung holst du inzwischen eigentlich niemanden mehr hinterm Kamin hervor. Zumindest nicht als derjenige, der ein Video produzieren möchte und so weiter. Das haben jetzt inzwischen alle mal gesehen, die sich für die Thematik interessieren. Und wenn man jemanden dabei halten möchte, dann kann man dem irgendwann nicht mehr die 28.000. Waldübernachtung zeigen. Das langweilt dann die Leute, da muss dann irgendwie was anderes her. Und was anderes wäre dann nicht, okay, heute schlafe ich mal nicht im Wald, sondern heute schlafe ich mal zu Hause oder so in die Richtung. Sondern es muss natürlich immer mehr, immer besser, immer größer, irgendwie so in diese Ecke gehen. So, und jetzt ist leider das Fachgebiet des Waldübernachtens, des Professionellen. Ja, selbst wenn man da Vollprofi-Status erreicht hat, ist das irgendwann durchaus ein Fachgebiet. Und wenn wir es Bushcraft nennen wollen, bleibt es aber trotzdem ein relativ überschaubares Fachgebiet eben. Ja? Also so schwierig. Für manche Leute ist es sogar vollkommen simpel und eines der natürlichsten Dinge überhaupt, ist es nicht, rauszugehen, da irgendwie eine Matte und einen Schlafsack hinzuschmeißen und da drin zu übernachten und dann am nächsten Tag wieder nach Hause zu gehen. Das ist keine, naja, man kann es natürlich auch draus machen, aber es ist keine Wissenschaft. Wirklich nicht. Ja, selbst wenn ich das sage und selbst bei dem Ausmaß, dass ich an Zeit investiere, um über solche Themen zu sprechen, selbst dann ist es immer noch keine Wissenschaft. Im Grunde ist es ja wirklich nur einfach schlafen und du bist halt draußen. Bei gutem Wetter in einem Land wie Deutschland, wenn du jetzt nicht gerade mitten im Wolfsgebiet bist und selbst da gehört halt eine Portion Mut dazu, aber die Chance, dass der dann vorbeikommt, ist nach wie vor eben relativ gering. Ja, das ist kein Hexenwerk. So, und das ist ein Problem, weil dadurch, dass das relativ simpel ist und das jetzt alle gesehen haben und jeder mal vorgemacht und einige besser als andere, aber damit kannst du jetzt niemanden, wie gesagt, mehr hinter dem Ofen hervorlocken. Und drum muss man wohl immer höher und immer schneller und immer weiter gehen und da immer krassere Sachen machen, damit das noch funktioniert. So, und jetzt fange ich mal ganz vorne an. Und wir klären mal kurz, was kann man denn so tun, wenn man jetzt einen klassischen Bushcraft-Kanal meinetwegen hat. Ja? Also einen Leben mit und in und ein Stück weit auch von, natürlich, das müssen wir in jedem Fall, der Natur, meinetwegen im Walde, ganz entspanntes Waldaufenthalt, Entspannung und so weiter und so fort in diese Richtung. Ja? Wenn man so einen Kanal hat, dann hat man automatisch, und das ist jetzt meine These, da darf man gerne anderer Meinung sein, da hat man irgendwann nichts mehr zu tun, weil man hat mal alles gezeigt, weil es ist halt nun mal endlich und keine Wissenschaft. Ja? So, und zwar, ich kann ja mal ungefähr skizzieren, was kann man denn alles machen im Bereich Bushcraft, wo ist dann Schluss? So, zunächst mal, du gehst raus und gehst in irgendeinen Wald. Wenn du jetzt zu diesem Wald beispielsweise, ja, vorzugsweise Wald, wenn du zu diesem Wald jetzt nicht explizit noch irgendwas Besonderes zu sagen hast, weil da meinetwegen eine schöne Burg steht oder weil da meinetwegen, keine Ahnung, eine besondere historische Begebenheit sich mal zugetragen hat oder weil du Forstwissenschaftler bist und halt wirklich was zum Wald sagen kannst, dann hast du eigentlich im Prinzip nur die Möglichkeit, dass du halt Bilder machst
und zeigst, es ist schön hier. Ja, also schöne Aufnahmen vom Wald. Gegebenenfalls legst du noch schöne Musik drunter und das ist ja auch alles ganz wunderbar. Und man kriegt das Gefühl, oh, da ist aber schön und man möchte rausgehen. Und das mag für den Zuschauer auch durchaus eine sehr entspannende Angelegenheit sein. Ich gucke mir sowas ja auch ganz gerne an. Und dann kann man möglicherweise dem Influencer seiner Wahl, wenn man den jetzt so nennen darf, dabei zuschauen, wie er dann in diesem Wald noch rumläuft und wie er dann schön in Szene gestellt vor schöner Aussicht steht und in die Ferne blickt und man ihm ansieht, dass er sich über elementare Dinge Gedanken macht, nämlich fällt meine Kamera da hinten gleich um. Oder halt eben so den Sinn des Lebens, so soll es zumindest aussehen. Und man setzt sich eben schön vor schöner Landschaft in Szene. Ob das jetzt auf YouTube oder auf Instagram in Form von Selfies oder was auch immer passiert, ist ja dann eigentlich eher nebensächlich. Da ist ja grundsätzlich auch überhaupt noch nichts Schlimmes passiert und da ist auch nichts dran auszusetzen. Und wenn das Spaß macht, das zur großen Freude eben entsprechend anzugucken, dann ist das doch wunderbar. Ja, also ganz ehrlich, tut doch niemandem weh. So. Jetzt wollen wir noch irgendwas anderes tun, ja, damit wir nicht immer das Gleiche machen und irgendwann hast du dann mal Person vor schöner Aussicht beim Wandern an irgendeinem schönen Ort, hast du dann irgendwann mal gesehen, also brauchen wir noch etwas mehr. So etwas mehr kann man jetzt in wieder mit schöner Musik unterlegt eben dem Aufbau eines Waldlagers machen. Und das kannst du auch noch jetzt ausdehnen auf viele, viele Videos, wo du dann noch Tipps zum Aufbau eines Waldlagers gibst, Ausrüstung zum Aufbau eines Waldlagers, blablub zum Aufbau eines Waldlagers. Aber im Wesentlichen, in der Praxis, wenn man weiß, was man tut, ja, wenn man jetzt kein Anfänger mehr ist und noch wissen muss, dass man die Isomatte, dass man nicht quer auf der Isomatte, sondern längs auf der Isomatte liegt oder solche Sachen und man auch inzwischen mal irgendwann gelernt hat, wie es entweder rechtlich mit Feuer aussieht, B, wie man Feuer macht, C, wo man kein Feuer macht und so weiter und so fort. Ja? Aber wenn du das alles schon weißt, dann läuft so eine Waldübernachtung so aus, so ab. Du gehst in den Wald, irgendwo, wo schön ist. So, da läufst du den Tag rum, wenn du das vorhast, wenn nicht, dann halt suchst du sofort einen Lagerplatz. So, jetzt Lagerplatzsuche ist das erste, wo es dann so ein bisschen auf Skill ankommt, abseits von einfach rumlaufen, abseits von einfach wandern, weil man je nachdem mit welchem Übernachtungssetups, wie man das so schön neudeutsch auch nennt, man unterwegs ist, muss man halt wissen, wo baue ich das am blödesten auf. Eine Hängematte braucht zwei Bäume, ein Bodenlager braucht irgendwo ein ebenes Stück Boden. Das sind so die Grundvoraussetzungen. Gut. Jetzt hast du vielleicht gelernt, wo du am ehesten ein Stück ebenen Boden findest, verbringst jetzt noch eine gewisse Zeit damit, diesen ebenen Boden, Entschuldigung, musst du das Mikro noch mal ein bisschen, es kommt jetzt der Wind auf, diesen ebenen Boden irgendwo zu finden. Dann hast du den gefunden, so, dann machst du meiner Meinung nach Folgendes, du schmeißt da erstmal eine Plane hin, schmeißt dich selber drauf oder kannst dich auch erst drauf schmeißen, dann später erst eine Plane hinschmeißen, je nachdem, um zu testen, ob man da gut liegen kann. Wenn ja, dann legst du deine Bodenplane dahin, baust da in irgendeiner Form einen Tarp drüber und dann ist dein Lager erstmal soweit errichtet. Ja, zumindest für den normalen Waldschläfer, der jetzt nicht vorhat, irgendwelche dauerhaften Spuren zu hinterlassen oder der jetzt nicht vorhat, Survival-Trainings sich da einen Debris Hut, Lean-to-Shelter, das sind alles so Begriffe aus dem Amerikanischen, aus der Survival-Literatur der Amis, zu errichten, sondern du willst einfach mit einem Tarp draußen pennen. Ja, noch schlimmer wäre natürlich, also schlimmer im rechtlichen Sinne wäre dann die Variante mit dem Zelt, das ist dann aber ja noch mal langweiliger, weil ein Zelt aufbauen und da drin übernachten, das hat jetzt echt inzwischen schon jeder gesehen. So, das beschäftigt einen, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, für vielleicht eine halbe Stunde, bis das Lager da steht, bis man einen schönen Lagerplatz gefunden hat, ist es ein sehr, sehr schwieriges Terrain zum Lagerplatz suchen. Dann ist man meinetwegen auch eine Dreiviertel oder eine Stunde beschäftigt, wenn man sich sehr viel Zeit lässt, weil man einfach ein gemütlicher Mensch ist. Das wäre zum Beispiel bei mir der Fall. Punkt. So, das ist jetzt erledigt. So. Jetzt kannst du sinnierend noch eine halbe Stunde im Wald hocken, meinetwegen kannst du auch zwei Stunden noch sinnierend vor deiner Plane im Wald hocken und über Gott und die Welt nachdenken. Aber irgendwann wirst du Hunger kriegen. So, das heißt, du machst dir was zu essen. Jetzt gibt es da verschiedene Varianten, wie man das jetzt auch noch schön in Szene setzen kann, wenn man eben ein YouTube oder Instagram oder was auch immer, Kanälchen oder wie auch immer das auf Instagram heißt, ich weiß es nicht, unterhält. Dann macht man halt, keine Ahnung, 26 verschiedene Gerichte. Das hat dann auch irgendwann mal jeder gesehen. Es sei denn, man ist jetzt ein begnadeter Koch oder eine begnadete Köchin und kann da in diese Richtung noch ganz, ganz viel verschiedene alternative Sachen machen.
machen. Das könnte ich jetzt zum Beispiel nicht. Ne? Das ist also so eine Option, wo dann tatsächlich die Möglichkeit für noch mehr Content besteht. Aber im Wesentlichen, als derjenige, der praktisch draußen ist, machst du dir dann Essen entweder auf einem Köcherchen warm, meinetwegen auch auf einem Hobokocher. Das hast du dann auch 17 Mal gemacht auf einem selben Hobokocher. Dann hast du mal einen anderen ausprobiert. Okay, aber irgendwann wird selbst das Kochen auf Feuer zur Routine. Und das hat man dann ein paar Mal gemacht. Und dann ist das auch nicht mehr so super spektakulär. Das kann einem schon trotzdem noch Spaß machen. Aber du musst halt jetzt nicht als Influencer eben das 8723. Video zu, oh, guck mal, ich koche auf Feuer, echtes Feuer, es ist sogar heiß, entsprechend drehen, weil damit niemanden mehr hinterm Ofen hervorholst. Ich meine, du kannst es natürlich trotzdem machen, wenn es ein Hobby ist und du Spaß dran hast, selbstverständlich, ja. Aber damit lässt sich halt eben wirklich nicht mehr Milliarden von Aufrufen generieren, sofern das im Autobereich jemals möglich war. Aber jedenfalls auch nicht sonst sehr viele. Und auch nicht für einen kleinen Kanal, der irgendwie mal noch groß werden möchte oder das auch nie vorhat. Dann ist es natürlich in Ordnung. Aber ja, ne? Weil die Kocherei, das ist dann auch irgendwie nach einer Stunde erledigt. Vielleicht geht es auch nur anderthalb Stunden, je nachdem, was man da krasses kocht. Und danach guckst du noch ein bisschen bedeutungsschwanger in die Kamera und filmst dich vom Sonnenuntergang, während du dein Essen mampfst, aber dann hast du es gegessen. So, und jetzt wird es entweder langsam dunkel, in dem Fall gehst du schlafen, das ist jetzt auch nicht besonders spektakulär, weil das ist halt schlafen. Da kann man dann möglicherweise nochmal mitten in der Nacht aufwachen und berichten, dass es kalt ist oder dass es eben nicht kalt ist, je nachdem. Und irgendwann ist dann der nächste Morgen, dann räumst du zusammen, guckst, dass du dein Lager so zurücklässt, wie du es vorgefunden hast, sprich keine Spuren hinterlässt. Natürlich nimmst du deinen Müll wieder mit, sofern welcher angefallen ist. So ganz lässt sich das selten vermeiden. Nach Möglichkeit hast du organische Hinterlassenschaften, also wenn man mal aufs Klo musste, auch entsprechend vorschriftsgemäß so verbuddelt, dass das keiner mehr findet und alles ist gut. Und du gehst wieder nach Hause und die Sache hat sich erledigt. So, und wenn man jetzt ein paar Tage Bushcraft oder Waldleben oder was auch immer macht, dann besteht das im Wesentlichen noch aus diesen Tätigkeiten. Ja, und abgesehen davon, dass man für ein paar Tage nur einmal einen Lagerplatz suchen und nur einmal einen Tarp aufspannen muss oder eine Hängematte aufhängen oder was auch immer. Und dann hat man das erledigt und dann hat man pro Tag schätzungsweise mindestens 16 Stunden Freizeit, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass man, ja, ne, also dann würde man, ja, dann hätte man 16 Stunden, ziehen wir noch zwei für die Essenszubereitung, hätte man noch 14 Stunden Freizeit, ja, also 14 Stunden Freizeit, 2 Stunden zum Essen machen, 8 Stunden zum Pennen meinetwegen. Und was machst du jetzt mit diesen 14 Stunden Freizeit? Also in der Praxis, mir wäre extrem langweilig, beziehungsweise ich würde was zu lesen mitnehmen, ich würde mir gegebenenfalls was Digitales als Unterhaltungsmedium mitnehmen. Also früher hätte man gesagt Gameboy, sowas in diese Richtung könnte passieren, aber primär vor allen Dingen sicherlich was zu lesen, man kann ein bisschen Musik hören und so weiter und so fort. Oder man macht Bushcraft-Tätigkeiten. So, und selbst diese sind irgendwann dann nicht mehr zu inszenieren, weil die sind auch endlich. Weil sofern man jetzt nicht anfängt, Fallen zu basteln und Fallen aufzustellen oder das zu trainieren, was hochgradig illegal in Deutschland ist. Das kann man natürlich trotzdem machen, aber es ist halt wirklich, wirklich, wirklich illegal und man kann da wirklich Ärger mitbekommen und das muss vielleicht nicht unbedingt sein. Also ich mache sowas jedenfalls nicht. So, dann kannst du Schnitzprojekte machen. Dann machst du einen Löffel, dann machst du eine Gabel, dann machst du eine Schöpfkelle, dann machst du eine tiefe Schöpfkelle, dann machst du einen großen Löffel, einen kleinen Löffel, einen mittleren Löffel, dann hast du irgendwann 18 Gabeln und 34 Löffel und dann fängst du an, irgendwelche lustigen Gesichter und Figürchen zu schnitzen. Dann machst du meinetwegen irgendwann ein kunstpreisverdächtiges Eichhörnchen in Lebensgröße und schnitzt aus einem riesigen Baumstamm einen gigantischen Uhu heraus und so weiter. Wenn du das auf diese Perfektion hinkriegst, dann bist du irgendwann ein Schnitzkanal. Ja? Und das ist dann ja auch vollkommen in Ordnung. Für Otto Normalverbraucher hat sich die Sache nach spätestens einem Löffel, einer Gabel und einer Schöpfkelle und von mir aus noch einem Grumpy-Gesicht, das man in einen kleinen Ast reinschnitzt, dann auch irgendwann erledigt. Für die meisten von uns. Ne? So, und das macht ganz, ganz lange Spaß, aber das hast du dann halt irgendwann als Tutorial auch eben den Leuten vorgezeigt. Zum Schnitzen selber gibt es bessere Kanäle als deinen, weil es echte Schnitzkanäle gibt, die da wirklich große Kunstwerke, das ist nichts anderes als Kunst, herstellen und so weiter. Und dann kannst du damit auch niemanden mehr hinterm Ofen hervorlocken. Ja, und ob du jetzt
dich lang und breit dazu auslässt, was ich ja auch getan habe. Ob jetzt das dreieckige Tarp das beste Tarp ist oder das viereckige Tarp oder wie dick so ein Tarp sein muss und ob nicht doch eine Hängematte besser ist und welcher Schlafsack da dazu gehört. Klar, diese ganzen Ausrüstungsdebatten und so weiter und so fort. Aber irgendwann hat man das auch mal erzählt. Und dann kommt selten, auch wenn man das vielleicht noch so inszeniert, als wäre das so, ständig noch irgendwelche völlig neuartige Ausrüstung, die dann noch irgendjemand bräuchte auf dem Markt. Klar kann man trotzdem über jeden Scheiß, der irgendwie neu auf den Markt kommt, berichten und so tun, als wäre das jetzt wichtig. Und den muss man jetzt haben. Und man wird seine entsprechenden Leute, die halt eben den Jäger- und vor allen Dingen Sammlertrieb sehr intensiv ausleben, dazu finden, die sich das dann auch angucken. Und auch das ist selbstverständlich völlig in Ordnung. Ja, das tut ja auch niemandem weh. Und wenn halt jemand das 394. Messer gekauft hat, weil er sich's leisten kann, ja, dann hat er halt das 394. Messer gekauft. Macht ihn das jetzt zum furchtbar schlechten Mensch? Vermutlich nicht. Vermutlich. Ja. Kann es trotzdem sein oder er kann es auch nicht sein. Ich denke, die Tatsache, viele Messer gekauft zu haben, sagt nicht viel über die ja, menschliche Qualität, sage ich jetzt mal, einer Person aus. Ja. Aber ja, worauf ich hinaus möchte, da ist dann irgendwann Schluss. Und als jemand, der wirklich schon viele Kilometer, also viele ist immer relativ, aber doch schon genügend Kilometer und über viele Jahre, 20, entsprechend Outdoor-Kram macht und wandert und Trekking macht und eben auch mal eine Zeit lang im Wald hockt und im Wald übernachtet und so weiter und so fort. Und ich kann hinten und vorne nicht mehr erzählen, wie oft ich das schon gemacht habe, muss ich sagen, irgendwann hast du es gesehen. So, ja. Und da kommt jetzt eben das Problem her, dass halt eben auch entsprechende Kanäle, die dann, als das noch neu war, als es das auf YouTube noch gar nicht gab und als viele Leute gar nicht wussten, dass so ein Hobby existiert. Ja, und auch noch dieses Zurück in die Natur und dieses, wir gehen jetzt, die Natur ist inzwischen wieder cool, als das noch nicht so ausgeprägt war. Da warst du halt noch Pionier und konntest zum ersten Mal vorzeigen, wie man einen Tarp spannt und solche Sachen. Also so, sprich die Frühzeiten vom Kanal vom Kai Sackmann meinetwegen. Ja? Also das war da alles noch total neu und da ist bis dato noch keiner so in dem Umfang auf die Idee gekommen gewesen, sowas zu machen. Und ja, dann kamen halt noch ein paar andere Kanäle dahinterher, namentlich beispielsweise der Survival Martin. Ja, der hatte ja auch zuerst die wirklich großartige, die finde ich auch bis heute sehr lustig, Idee seiner Survival-Selbstversuche, was dann auch sehr schön inszeniert gewesen ist, sprich irgendwelche Survival-Techniken, die er irgendwo aufgeschnappt hat, meinetwegen beim Bear Grylls oder woher auch immer, auszuprobieren, ob man das als Otto-Normalverbraucher denn machen kann, ob man als Normalverbraucher denn damit irgendwie weiterkommt, so in dem Stil. Und das hat er immer nur knapp überlebt, so in der Frühzeit des Ganzen. Das war extrem lustig und das habe ich mir auch gerne angeguckt. Aber wenn man sich zum Beispiel jetzt mal, das muss jetzt nicht heißen, dass das jetzt schlechter ist, es ist nur ein bisschen anders, ja, auch da bitte kein böses Blut und so weiter und so fort. Aber wenn man da jetzt mal reinguckt, Survival-Selbstversuche gibt es nicht mehr viele. Warum gibt es davon nicht mehr viele? Ich vermute, und das ist jetzt böse Spekulation meinerseits, weil ich ja nicht der Survival-Martin bin, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass da einfach irgendwann mal alles durchprobiert ist, was man durchprobieren kann. Und dann hat man es gemacht und dann braucht man es nicht noch dreimal hinterher nochmal machen. Ja, und deswegen wird halt dann mit Armbrust auf immer dicker werdende Objekte geschossen, mit alter Armbrust in alten Klamotten auf dicker werdende Objekte geschossen oder halt eben der Bus umgebaut, ausgebaut und solche Sachen. Auch daran ist per se jetzt erstmal überall nichts dran auszusetzen, aber es ist einfach ein schönes Beispiel für diesen, ja, der Drops ist gelutscht, wir müssen jetzt irgendwo anders hin, wir müssen höher, schneller, weiter. Und ich finde interessant, dass die Reihenfolge, die da üblicherweise in der Entwicklung der großen Kanäle, die sich in diesem Bereich Outdoor eben etabliert haben, die wirklich großen, ja, vor allen Dingen, dass da die Reihenfolge von naturnah bis immer naturferner ist. Das heißt, da muss dann ein immer größeres Auto zum Drinhausen her, wo man am Anfang des Kanals noch ich übernachte im Strohhaufen mitten im Nirgendwo oder Ähnliches gemacht hat. Ja, also es ist
Ich hätte es ja viel interessanter gefunden, aber das hat halt nicht stattgefunden und so hat es sich gar nicht entwickelt, dass irgendein Großstädter, der noch nie draußen gepennt hat, eben mal anfängt, im Auto zu schlafen, er geht mal campen. Er war noch nie campen, er geht zum ersten Mal campen. Das holt halt auch niemanden hinterm Ofen hervor, selbstverständlich. Aber dramaturgisch wäre das doch viel interessanter, wenn eben so jemand, der da keinen Plan hat, nach und nach erstmal campen geht auf dem Luxus-Campingplatz, dann noch in der Hütte übernachtet, dann irgendwann im Zelt, dann meinetwegen zwischendrin nochmal Wohnmobil, Wohnwagen, irgendwie sowas. Ne? Und dann eines Tages mit dem Zelt außerhalb vom Campingplatz, meinetwegen in irgendeinem Land, wo man halt wild zelten darf. Oder man geht erstmal auf einen legalen Wildzeltplatz in Deutschland, wie zum Beispiel die Trekking-Camps, die es in verschiedenen Bundesländern gibt, oder wilde Schleswig-Holstein, um da mal ein Beispiel aus Schleswig-Holstein eben zu nehmen. Und solche Orte, ja, und dann irgendwann doch tatsächlich mal jetzt ohne Zelt und mit Tarp und großer Angst und meinetwegen zu zweit oder zu dritt, weil alle zu viel Angst haben, doch mal wild im Wald zu schlafen, ohne dass irgendwelche Infrastruktur vorhanden ist, und dann immer weiter abbauen, bis man dann eines Tages mit einer ganz dünnen Isomatte, so wie die meisten von uns angefangen haben, und nun einen unzureichenden Schlafsack meinetwegen irgendwo mit schlechter Planung bei mittelmäßigem Wetter ohne großartiges Dach über dem Kopf im Walde übernachtet. Das wäre dramaturgisch viel interessanter, aber es ist andersrum. Ja? All diese Outdoor-Kanäle haben plus, minus, wobei Survival Martin hatte am Anfang noch ein Wurfzelt vom Decathlon, was als normales Trekking-Outdoor-Zelt jetzt eine sehr unkonventionelle Wahl ist. Kann man schon machen. Ist halt unkonventionell, gibt diverse Gründe, weshalb es bessere Alternativen gibt. Für viele Fälle bessere Alternativen. Aber natürlich kann man das machen. Warum nicht? Warum soll man das nicht können? Ja, das ist ja auch immer so ein großes Problem. Hast du nicht das Beste, dann machst du es nicht richtig. Das ist auch so ein typisches, grundsätzlich auch ein Männerphänomen, natürlich in männerdominierten Hobbywelten. Das ist ja der Outdoor-Bereich immer noch. Und wenn es mal Frauen gibt, dann haben die zum Beispiel auch noch das Problem, dass man ihnen erstmal vorwirft, dass sie eine Frau sind. Wenn sie dann insbesondere eben sehr viele Aufrufe generieren, zum Teil dadurch, dass sie eine Frau sind. Buh, jetzt habe ich es auch gesagt. Ja, ganz ehrlich, ich könnte mir schon vorstellen, jetzt bin ich wirklich mal so fies und sage, das könnte tatsächlich eine Rolle spielen. Möglicherweise könnte dann auch, weil wir eben nun mal in einer total unfair, gemeinen, sexistisch geprägten und bösen Welt leben, die Optik der jeweiligen Frau auch nicht vollständig egal sein. Ja, jetzt habe ich es gesagt. Das sollte man nicht sagen, das ist ganz böse und gemein, aber möglicherweise vielleicht doch auch eben die Realität. Ja. Gut, aber ja, das ist dann halt auch nochmal eine Option. Ne? Du kannst den ganzen Kram dann nochmal machen, während die Männer das jetzt schon bei 18 Kanälen gesehen haben und es da keinen mehr interessiert, ob jetzt der nächste Mann kommt und zum ersten Mal im Wald pennt und seine davon berichtet. Interessant war die Entwicklung, dass dann nach und nach die ersten jungen, gut aussehenden Männer auf die Idee gekommen sind, sowas zu machen. Was meine ich jetzt mit jung und gut aussehend? Also signifikant unter 30, mit entsprechender Mode, die so ungefähr dem Zeitgeist, ich weiß ja nicht, was man da so trägt in dem Alter, ich habe inzwischen nur noch rudimentäre Kontakte zu Leuten, die signifikant jünger sind als ich, das war im Studium noch anders, aber inzwischen ja, nicht mehr so viel. Außer zu den ganz Kleinen, ne, die dann die noch hier bequem durchs Bild laufen können in voller Länge. Solche Leute. Zu denen hat man dann jetzt inzwischen wieder mal ein bisschen mehr Kontakt. Aber egal. Jedenfalls. Worauf will ich denn hinaus? Ja, dann wurde es halt cool und dann haben diejenigen, die halt cool sind und normalerweise eben normales, coole Leute leben führen würden, herausgefunden, dass man ja auch tatsächlich die Natur entsprechend cool inszenieren kann. Und nach den ersten YouTube-Kanälen von so Männern über 40 oder um 40, sagen wir es mal so, kam dann halt die zweite Reihe von Kanälen von Männern etwas über 20, so um den Dreh. Und danach kamen noch ein paar Frauen dazu, oder beziehungsweise es gab ja schon relativ früh die ersten Frauen, beispielsweise Survival Lily, die kennen wir sicher alle. Die war ja schon sehr, sehr, sehr früh dabei, ist ja auch schon seit langem sehr, sehr erfolgreich und das sei ihr auch alles gegönnt. Die hat es ja auch drauf, gar keine Frage, herzliche Grüße, aber das wirst du wahrscheinlich eh nicht sehen. Solche Sachen, ja, aber
davon mal abgesehen, haben wir jetzt inzwischen dann auch wieder wirklich diese interessante Entwicklung, dass man all den Kram, den diverse Kanäle besser und öfter und schöner und professioneller gemacht haben, jetzt eben nochmal kriegt, nur halt eben mit fancy, hippen, jungen Leuten, mit fancy, hipper, junger Sprache, ich habe keine Ahnung, ob man das so nennt, nochmal hinterher quasi. Und wenn jetzt zwei hübsche Mädels in jungen Jahren ein Mikroabenteuer machen, dann hat das erheblich mehr Aufrufe als ein früher Kai Sackmann mit seinem Kanal, der halt, keine Ahnung, mit einer Plane bei einer Survival-Tour irgendwo im Nirgendwo unter einem Felsvorsprung übernachtet. Ja, was erheblich, ja, vom Anspruch her und auch vom dabei was lernen Faktor und zwischendrin auch noch ein paar Sachen erklärt bekommt, ja, ein ganz anderes Video ist, sage ich jetzt mal, ne? Also das ist dann halt ein erstens Erlebnis, zweitens zum Nachmachen anregen, drittens hast du was gelernt. So, bei den beiden jungen Damen ist es halt reine, simple Unterhaltung. Werden die das schaffen? Sind die dabei am Rumkreischen? Sind die dabei nicht am Rumkreischen? Sehen sie nach einer Nacht in nirgendwo per Mikroabenteuer, wie das inzwischen ja heißt, sehen sie danach immer noch gut aus und so weiter. Ja, ich weiß nicht, was einen da so antreibt, sich dann sowas anzugucken. Ich meine, das darf man natürlich. Da ist auch wieder nichts Böses dabei. Das kann man ja vollkommen gerne machen. Tut ja niemandem weh. Ich finde das einfach nur interessant und es treibt mich um. Ja, während dann eben viele etablierte Kanäle, viele, nicht alle, und in unterschiedlichem Umfang, eben weil sie den ganzen Wir pennen draußen Kram schon gemacht haben und das alles schon ein alter Hut ist, eben jetzt ihr Auto aufmöblieren, zum was auch immer Van, damit immer häufiger dann auch mal auf dem Campingplatz anzutreffen sind, mit immer mehr Luxus draußen klarkommen und immer mehr, ja, ich weiß nicht, mir gefällt diese Entwicklung nicht. Mir gefällt diese Entwicklung überhaupt nicht, dass man jetzt vom einfachen Du und Du mit der Natur draußen pennen, jetzt plötzlich ein großes Auto braucht und ein immer dickeres Auto. Und es ist für mich ein großer, großer, großer Unterschied zwischen der ich definiere mich über mein Auto-Szene, die es schon vor meiner Geburt gab, die es auch weit nach meinem Tod wahrscheinlich noch geben wird, keine Ahnung. Aber zwischen dieser Szene und der, ich schlafe so bescheiden wie möglich, bei so viel Natur wie möglich, mit so wenig Hightech-Krempel wie möglich, draußen in der Pampa im Nix und so bescheiden wie geht und je natürlicher das Ganze, desto toller. Viele haben da angefangen und jetzt müssen sie einen Defender, einen Land Rover, ich habe doch keine Ahnung, wie die alle heißen, das müssen sie jetzt haben, ja, viele. Und das finde ich irgendwie seltsam, ja, weil von meiner Einstellung, von meinem, ja, so von dem, wie ich mir das vorstelle, wie das nicht in der Realität immer ist, das ist mir klar. Aber ich habe eigentlich mehr so die Vorstellung, dass wenn jemand, beispielsweise Mitte 20 oder sowas, jetzt anfängt, die Natur für sich zu entdecken, dann gefällt mir der Gedanke, dass das irgendwie ein nachhaltiger Prozess ist. So, und der hat jetzt mal mitten in der Natur gepennt und hat herausgefunden, dass die Natur toll ist und vielleicht hat er dabei emotional auch was gespürt, was wir viele von uns sicherlich kennen, was man schwer in Worte fassen kann, zumal wir Männer sind und ja nicht über Gefühle reden. aber da ist meistens doch irgendwas dabei. Ja, das macht irgendwas mit einem. Gerade wenn man auch ein paar Tage in der Pampa gewesen ist, was jetzt auch hier von meinen Zuschauern schon ganz viele gemacht haben, was bei vielen anderen Outdoor-Kanälen, also Outdoor-Kanäle ohne Anführungszeichen und solche mit Anführungszeichen, der Fairness halber, ja, teilweise gar nicht gemacht wird. Und die Entwicklung, dass ich dachte jetzt eigentlich, du bist dann halt mal draußen gewesen und hast dann eben die Natur gespürt. Und jetzt mal ganz doof, es ist auch schwierig, das zu formulieren. Ihr wisst ungefähr, was ich meine, ne? Also es hat schon auch eine esoterische Komponente. Da kannst du jetzt Wissenschaftler sein oder Ingenieur oder was auch immer oder Preisboxer, ganz egal. Trotzdem hat das Draußenpennen, das Zeit in der Wildnis, in der Natur, in der, wie auch immer man das nennen möchte, im Wald verbringen, das macht was mit einem. Das hat eine
charakterbildende, zumindest ein bisschen charakterbildende bis beeinflussende Komponente. So, und ich dachte eigentlich immer, dass diese Komponente dazu führt, dass man mehr in Richtung, ja, bescheidener und man kommt mit weniger aus und man lernt, wie wenig man eigentlich zum Leben braucht und wie einfach es eigentlich sein könnte. Beispiel, wenn du eine 14-Tage-Wildnistour machst und mit deinem Rucksack, ist jetzt Wurst, ob das jetzt ein Ultraleicht-Rucksack ist oder halt ein 25 Kilo schwerer. Nichtsdestotrotz bist du mit doch erheblich weniger Kram unterwegs, als du normalerweise im Alltag, es sei denn, du bist jetzt sowieso schon Minimalist und lebst mit 3 Tassen und einem Löffel in einer leeren Wohnung. Okay, dann nicht. Aber für die meisten von uns ist das wirklich so ein Moment, wo man einfach mal wieder begreift, dass man den ganzen Krempel, den man hat, und gerade wenn man schon ein bisschen älter ist, dann hat man tendenziell ja noch mehr Krempel rumliegen, dass man den eigentlich nicht wirklich braucht und dass es eigentlich im Leben mehr auf wirklich simplere Dinge und einfachere Dinge ankommt. Und wenn man keinen Chef hat, der einen nervt, dann könnte man also wirklich ewig lange jetzt weiterlaufen, sofern einem der Proviant nicht ausgeht. Und solche Sachen, solche Erkenntnisse, so ein hin zur Einfachkeit, so ein Weg vom Anhäufen von Konsumgütern. So, das ist normalerweise ein Erkennen, wie wichtig die Natur eigentlich ist, wie sehr man die schützen muss und so weiter. Ja, das wäre so der Prozess, wo ich immer denke, von dem ich immer denke, so jetzt ist es auch korrektes Deutsch, dass er die natürliche Folge ist, die sich bei jemandem, der raus in die Natur geht und dort viel Zeit verbringt, einstellt. Ja? So denke ich. Das ist aber offensichtlich nicht überall der Fall und wird eben durch die großen Vorbilder, und da müssen wir jetzt nochmal darauf zurückkommen, was ja ein Influencer ist. Ein Influencer, der Mitte 40 ist und Follower hat, die halt ein paar Jährchen älter oder ein paar Jährchen jünger, also so auch irgendwas zwischen, sagen wir mal, zwischen 30 und 60 meinetwegen sind. So ein Gros. Ja, mag ein paar drunter, mag ein paar drüber geben, gar kein Problem. Ich glaube nicht, dass da ein großartiger Fankult oder ähnliches entsteht. Man guckt dann das Zeug von demjenigen gerne an und findet das lustig und möglicherweise unterstützt man den dann noch, indem man zum Beispiel auf eine Führung mitgeht oder Patreon da wird, wenn es sowas gibt und solche Sachen. Ja, das kann man ja alles tun, aber ich kann mir nicht vorstellen, ich habe das auch bisher erst 2-mal erlebt, dass es mal wirklich seltsam geworden wäre mit dem Fan-Status, also jetzt persönlich bei mir, ja, 2-mal. Einmal mit einem jungen Studenten, an dessen Uni ich plötzlich aufgetaucht bin. Und ja, das andere Mal tatsächlich dann mit jemandem an einem Bahnhof, der mich da spontan entdeckt hat und jetzt nicht wusste, was er jetzt mit dieser, oh Gott, ich habe einen Prominenten getroffen. Also mit ganz fetten Anführungszeichen, ganz, ganz fetten Situationen anfangen sollte. Ja, aber ich glaube, bei jungen Leuten ist das ein Problem. Und wenn junge Leute, die halt eben noch große Vorbilder suchen, und das, die Phase hatte ich auch mal, vielleicht erinnert sich irgendjemand, der schon ganz lange bei mir zuguckt oder mal mit mir unterwegs war, an Jochens Käsenudeln. Der besagte Jochen, das ist ein Trekkinggericht, was ich ganz oft mache, der Jochen, nachdem diese Käsenudeln benannt sind, war einer, den ich nicht im Internet oder sonst die kennengelernt habe, sondern ein Betreuer auf einer, ja, Jugend-Trekking-Tour, wo man eben, Jugend ist auch schon wieder relativ, das war bis 21, die meisten von uns waren so 20, die Omi, die war schon 22, deshalb galt sie als Omi. So ändern sich die Zeiten. Da war 22 gefühlt alt, insbesondere für die 19-Jährigen, die dabei waren. Egal, aber jedenfalls, dabei war der Jochen und der Jochen hat uns halt alles gezeigt, wie der ganze Outdoor-Krempel funktioniert und war halt eine coole Socke. Und dieser Jochen, der hat einen dann ein wenig geprägt. Der Jochen war auch schon 21? Ich glaube, ich war 20, ich weiß es nicht. Also eigentlich war der nicht viel älter. Aber zumindest in diesem Outdoor-Bereich war er ein sehr gutes Vorbild und dieser Jochen hat mich dann da eben so ein bisschen geprägt. Und wer keinen Jochen hat, da kann ich mir schon vorstellen, dass gerade bei auch jungen Geschlechtsgenossen da es vorkommen kann, dass die sich dann halt irgendwie einen großen Outdoor-Influencer aus dem Portfolio, die es da halt so gibt, rausfischen. Ja, da gibt es ja die besseren Vorbilder und die vielleicht nicht ganz so guten Vorbilder und davon gibt es eben jede Menge und man wird wahrscheinlich nicht nur Outdoor-Influencer als mögliches Vorbild und so weiter und so fort haben. Und dann ist halt diese Fankultur wirklich eine
eine Sache, die in jungen Jahren, ich hatte das nie, ne? Also ich war, außer vielleicht von Rüdiger Neberg, war ich, glaube ich, von niemandem jemals ein Fan in dem Sinne, dass ich dieses Wesen, dieses große, große Übermenschwesen da irgendwie angehimmelt hätte oder sowas. Das ist vielleicht auch was, was grundsätzlich eben eher auch was ist, was junge Mädels machen, aber das gibt's auch bei uns Kerlen. Das gibt's bei uns auch. Sei das jetzt irgend so ein Muggibuden-Fuzzi, sei es ein Schwarzenegger. Ich könnte mir vorstellen, dass ein Schwarzenegger, als der halt noch ein bisschen, ne, jünger war und in der entsprechenden Zeit hatte, der garantiert mehr männliche Fans als Weiblein. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Einfach weil I'll be back und ähnlichen Kram. Ja. Ja, ich weiß nicht, wohin das geht. Ja, und eben besagte Influencer, die eigentlich ja mal dann in der Natur gewesen sind und jetzt sich als ja, ihre Reichweite auch nutzen könnten, um sich eben für einen vernünftigen Umgang mit der Natur stark zu machen, was sie zum Teil punktuell ja auch dann irgendwie tun, zum Teil in anderen Stellen dann aber wieder kaputt machen, weil sie halt immer ein fetteres Auto brauchen und ja, das genaue Gegenteil machen von der Entwicklung, die man eigentlich erfahren würde, wenn man begriffen hat, mit wie wenig Krempel man eigentlich zurechtkommt, braucht man trotzdem immer mehr Krempel. Und es ist nicht unbedingt ein Beispiel für nachhaltigeres Leben, wenn du in ein Auto ziehst, was du dann ohnehin nicht allzu lange machst. Das haben jetzt ganz viele gemacht. Ja, ich meine jetzt niemand, kein konkretes Beispiel. Da findest du ja auch auf Instagram genügend Leute, die primär da mit dem Autogedöns und so weiter und so fort unterwegs sind. Ja, je mehr das machen, je mehr das zum Nachmachen anregt und so weiter, desto mehr wird das auch zum Problem. Sind das nur einige wenige? Ist das kein Thema? Sind das irgendwann super, super furchtbar viele? Dann ist es irgendwann ein Thema und dann kommt natürlich noch die ganze Verzerrung dazu, dass du immer nur die schönen Sachen zeigst. Ja, du zeigst halt nicht, wie verschissen eigentlich der Wald ist, sobald man 3 Meter hinter den Parkplatz da reinrennt, weil da alle Welt reinkacken geht. So in dem Stil, ja. Du zeigst auch nicht, dass es im Winter schweinekalt werden kann in der Karre und wenn du da dauernd den Motor laufen lässt, dann ist das nicht gerade besonders gut fürs Klima. Dass es mal eng werden kann in der Karre. Dass man nicht immer nur als Pärchen meinetwegen da in heiter Friede, Freude, Eierkuchen zusammen im Auto hockt, sondern teilweise auch mal ganz gerne eine Tür die man zwischendrin mal zumachen kann, damit man sich zumindest mal eine Zeit lang nicht sieht und der andere nicht sofort alles mitbekommt, was man jeweils tut und so weiter. Ja? Also nicht, dass ich jetzt aus persönlich furchtbar großen Erfahrungen schöpfen kann, was Ehekrise angeht. Dafür sind wir noch nicht lang genug verheiratet. Aber eine gewisse Privatsphäre zu haben, ich glaube, das ist nicht nur Luxus, ich glaube, das ist essentiell. Und ja, aber da gibt es wirklich ganz viele Beispiele, wo eben dieses moderne Vanlife und so weiter viel zu sehr geschönt wird. Es gibt schon Gründe, weshalb wir nicht mehr als Nomaden unterwegs sind. Ja, weshalb sich die Menschheit in diese Richtung wegentwickelt hat. Und es mag sein, dass einige Leute da mal temporär mal wieder hinwollen. Aber interessant ist zum Beispiel auch, wenn man sich so aus der Hippie-Zeit, vorsichtig, damit angefangene Leute, die dann wirklich weltweit überall unterwegs waren und dann ihre Reiseberichte quasi vermarktet haben und davon gelebt haben. Da gibt es so eine Handvoll Menschen auf dem Planeten, die das ihr Leben lang gemacht haben und damit auch einigermaßen leben konnten. Jetzt sind sie alt. So, und was machen sie jetzt? Jetzt hocken sie doch wieder irgendwo in einem Haus und schwärmen in Erinnerungen, aber das kannst du halt auch nicht ewig machen. Daher, ja, also ich weiß nicht, ob das jetzt in irgendeiner Form was ist, woraus man in irgendeiner Weise eine Erkenntnis ziehen kann, dass man das, was man nur als junger Mensch machen kann, gar nicht erst machen soll, wenn man es am Ende dann nicht mehr machen kann, weiß ich nicht. Aber ich finde, eine gewisse Konstanz ist mir persönlich relativ wichtig. Dass ich also nichts anfange, von dem ich weiß, okay, das machst du jetzt mal phasenweise und danach machst du das nie wieder. Das kann man natürlich trotzdem tun, aber ist jetzt nicht meins. Ne? Ja, jetzt habe ich so ein bisschen den Faden verloren. Und was mich vor allen Dingen jetzt mal zwischendurch interessieren würde, merkt ihr das auch? Fällt euch sowas in diese Richtung auf? Das würde mich wirklich, wirklich interessieren. Oder bin das nur ich, der irgendwie, dass ich so seine Gedanken zumacht? Wie gesagt, Sorgen ist übertrieben. Ja, es sind natürlich auch so allgemeine Sachen, die damit eine Rolle spielen, wie eben die Vorbildfunktion, die man als Mensch mit was weiß ich wie vielen Followern, Abonnenten oder wie auch immer man die jetzt nennen möchte, hat.
oder hat man die nicht? Das ist ja auch eine Diskussion, die in den letzten Jahren immer wieder bei verschiedenen auch pseudokriminellen Influencern gefühlt wird. Die sind halt cool, weil sie so pseudokriminell sind. Teilweise sind sie vielleicht auch wirklich kriminell, aber im größeren Umfang kann ich mir das fast nicht vorstellen. Das würde ja den durch die Videos und so weiter und so fort wahrscheinlich relativ schnell den einen oder anderen Staatsanwalt geben, der darauf aufmerksam wird. Wobei andererseits, ja, kann man sich jetzt streiten. Aber ja, auch sowas ist eine Vorbildfunktion. Ja, es gibt dann Leute, die sich halt da irgendwie so eine super coole Socke, die auf alles scheißt und die sich für Gesellschaft nicht interessiert und die halt so sein will, wie sie ist, auch wenn sie ein Arschloch ist und so weiter und so fort, als Vorbild nehmen. Ja? Es gibt ja auch Leute, die Arschlöcher wählen, die ganz ohne jeden Zweifel Arschlöcher wählen, die sogar hinterher zugeben, dass sie ein Arschloch gewählt haben, aber naja, der ist halt mir ein bisschen ähnlich, weil ne, ich will halt auch mal drauf scheißen und will halt kein Gutmensch sein und möchte halt gern mein Ding machen und das ist mir dann auch egal und die anderen dürfen gerne auch ihr Ding machen. Ohnehin ist das ja auch was man als Ökologe gar nicht gebrauchen kann, ist dieses, soll doch jeder sein Ding machen, beziehungsweise mir egal, was die anderen anstellen, solange sie mich in Ruhe lassen. Solche Einstellungen oder jeder maximale Freiheit und solche Sachen. Wenn du jetzt in Richtung maximale Freiheit gehst, ja, und keinerlei Vorschriften und keinerlei Auflagen und selbstverständlich darf man im Wald zelten und jeder hat das Recht, die Natur so zu nutzen, wie er das mag. Da müssen wir halt auch im Hinterkopf behalten, dass dann auch jeder das Recht hat, in die Natur ein riesiges, ich bringe das Beispiel häufiger, riesiges Hotel reinzustellen, wenn er reich genug ist und dann irgendwelche Luxusübernachtungen mitten in der Natur entsprechend anzubieten, sich da eine gigantische Fläche von Land kauft, weil das kann er ja, weil das gehört ja quasi niemandem und das kann er jetzt einfach nutzen und er ist halt reich genug, um da einen riesen Zaun drumherum zu machen mit meinetwegen Selbstschussanlage, hatten wir auch schon mal im Laufe der Historie und dann kommen da halt die ganzen Anarcho, mir doch egal, was die anderen machen, nicht mehr rein und dann können halt die anderen Leute, die irgendwie reich sind, bei dem dann ihren Urlaub in ihrem Luxus-Waldhotel und so weiter und so fort machen, für das dann gar nicht mehr so viel Wald tatsächlich nach und nach vorhanden ist. Also bedingungslose Freiheit bedeutet auch eben, dass jeder riesen Scheiß machen kann. Und es ist halt eine große Illusion, die in der Menschheitsgeschichte schon mehrfach nicht funktioniert hat, dass wenn wir alle nur nach gesunder Menschenverstand handeln, dann auch alle wirklich nach gesundem Menschenverstand handeln. Weil es gibt durchaus eben auch Leute, die zwar denken, sie hätten einen gesunden Menschenverstand, wo aber zumindest nach gesamtgesellschaftlichen Kriterien an dieser Tatsache durchaus zu zweifeln wäre. Und das Problem beim Nichtwissen ist, dass derjenige, der etwas nicht weiß, oft nicht weiß, dass er es nicht weiß. Und das kann eine ganz fatale Kombination sein, wie wir eben auch an den diversen Verschwörungsschwurblern, wie man das heutzutage ja so schön nennt, zum Beispiel beobachten können, ne? Die dann eben dumme Leute wissen selten selbst, dass sie dumm sind. Beziehungsweise vielleicht wissen sie, dass sie dumm sind, sind dann aber empfänglich auf nicht ganz so dumme, die zwar dummes Zeug erzählen, das aber so verpacken, dass jemand anders möglicherweise Dummes dann halt so drauf reinfällt, dass er geködert wird von der Tatsache, dass er doch nicht dumm ist, weil das hat er jetzt verstanden und dann wird er in den elitären Club der Wissenden eingeführt und der Rest der Gesellschaft kann ihn mal, weil der Rest der Gesellschaft hält ihn ja für dumm. Und das ist jetzt nun mal so ein Beispiel eben für ebenfalls Entwicklungen, die in diese Richtung dann gegebenenfalls was sind, worüber man sich Gedanken machen kann. Aber wenn wir jetzt auch noch in die gesamtgesellschaftliche Debatte eingehen, was es eben alles an Leuten, die denken zu wissen, aber nicht wissen, dass sie nicht wissen, gibt, dann werden wir hier so schnell nicht mehr fertig und dann geht das auch auf ein philosophisches Level, das ich mir nicht mehr zutraue. Ganz klar, dafür reicht es dann nicht. Da gehe ich dann wieder zurück in meinen Wald und hoffe, dass ich da meine Ruhe habe und dank Gesetze, die das verhindern, so schnell keiner da ein Hotel reinklatscht und ähnliches. Ja. Ist also schwierig. Es ist schwierig. Aber ja, wenn wir uns jetzt halt einfach mal angucken, das vielleicht jetzt nochmal in den Raum geschmissen, die ganz großen Kanäle, die in irgendeiner Form was mit Outdoor machen. Das sind meistens nicht diejenigen, die einem jetzt beibringen, wie man besonders nachhaltig durch den Wald stapft, sondern es sind halt dann eher diejenigen, die dann eher das Auto nehmen, ein Stück weit zumindest, selbst wenn sie fit sind
und die einem dann zu noch irgendwelche interessanten Nahrungsergänzungsmittelchen oder auch vollwertige Flüssignahrung oder Energy-Drinks oder sonstiges Zeug, ne, Wink mit diversen Zaunpfählen an diverse Leute verhökern wollen. Klar muss man von irgendwas leben und ich meine, bei meinen Videos läuft inzwischen auch Werbung vorne dran. Muss auch jeder selber individuell mit sich ausmachen, wo er die ethisch-moralische Grenze ziehen kann, wie viel Werbung für ihn selber noch in Ordnung ist, der halt sowas macht. Für mich persönlich wird schnell zu viel. Und ich habe zwar inzwischen für das bisschen an Werbung, was bei mir auf dem Kanal läuft, das ist ja verglichen mit manchen anderen Leuten ja nach wie vor wirklich eine sehr überschaubare Menge. Ich hoffe, da sind wir uns einig. Dafür habe ich inzwischen auch kein schlechtes Gewissen mehr. Also das ist in Ordnung. Aber ich hätte schon Schwierigkeiten, wenn ich bei jedem Video werbedealbedingt irgendein nachweislich super ungesundes Gesöff, mal abgesehen von meiner Cola, trinken müsste, weil der Werbedeal das halt so vorsieht und ähnliche Werbedeals, wo man dann letztendlich, und ja, wir wissen halt auch immer nicht so genau, wie viel ist da jetzt eigene Meinung, wie viel ist da jetzt doch gekauft, kann man den entsprechenden Leuten vertrauen, wahrscheinlich schon, vielleicht aber auch nicht, immer schwierig, immer ganz, ganz schwierig und natürlich gibt es dann auch, ja, sind diejenigen, die dann an sowas ein bisschen Kritik üben, sind die dann neidisch, weil es selten noch größere Influencer sind, sondern eher tendenziell deutlich kleinere, so wie ich, die dann die Großen deswegen kritisieren, weil sie halt neidisch sind und so weiter und so fort. Ja, schwierig. Insbesondere schwierig, weil ich ja auch aus einer Situation heraus rumnörgel, das muss man jetzt auch nochmal sagen, klipp und klar, in der ich nicht stecke. Ja? Mein Kanal basiert ja nicht darauf, dass ich fancy im Wald übernachte und das Ganze schick inszeniere. Das kann ich mal machen und das habe ich auch schon gemacht und das werde ich wahrscheinlich auch irgendwann nochmal tun. Und das ist auch alles schön und gut, aber Hauptgrund, weshalb man mich anguckt, ist ja wahrscheinlich eher mein Waldwissen. Technischer Hintergrund, so in die Richtung. Und das ist anders als eingangs erwähnt, dass über Wald übernachten, was keine Wissenschaft ist, zumindest vom Themenumfang und vom Wissen, der Wissensmenge, die man dafür beherrschen muss, ist Forstwissenschaften schon eine Wissenschaft. Ja, und das ist ein sehr breites Gebiet, mit dem ich also tatsächlich, auch wenn bei mir irgendwann potenziell endlich ist, die Themen, die ich noch so erzählen kann zum Wald, das dauert. Ja, dazu müsste ich zu jeder Pflanze, jedem Pilz, jedem Stein, jedem Baum ist auch eine Pflanze, jedem Ökosystemtyp allumfassend alles gesagt haben. Aber selbst wenn das mal irgendwann der Fall ist, zwischendrin gibt es dann noch aktuelle Politik, gibt es dann noch die Möglichkeit eben auf diese zu reagieren. Also reagieren im Sinne von dazu was zu erzählen, nicht ein Reaction-Video im Sinne von ein Reaction-Video, im Sinne von Content-Klau von wem anders, sodass man, dem man nichts Wirkliches zu sagen hat. Man muss bei Reaction-Videos an dieser Stelle, kurzer Exkurs, meiner Meinung nach ganz klar unterscheiden, reagiert da ein Fachmann auf irgendwas aus einer Fachperspektive und beleuchtet einen Aspekt des Gezeigten im Detail. Das ist völlig in Ordnung, das ist auch mit dem Zitatrecht durchaus vereinbar. Und dabei entsteht ein neues, eigenständiges Werk, was man demjenigen, der das jetzt gemacht hat, auch als eigene geistige Leistung zuordnen kann. Hingegen reagiert irgendeine Ulknudel auf irgendwas Lustiges. Boah, mit einem heißen Messer kann man so doll durch die Butter durchschneiden. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Dann entsteht dadurch voraussichtlich, zumindest meiner Meinung nach, kein eigener Mehrwert, keine eigene kreative Leistung. Kein eigenes Werk und damit ist das im Grunde meiner Meinung nach nur Content-Klau bei wem anders, wenn man dazu nicht wirklich was Fundiertes beizutragen hat. Das ist bei vielen Reaction-Videos auf, ja, was auch immer der Fall, wenn derjenige, der reagiert, halt einfach mal für entweder nix oder für irgendwas, was nicht besonders medienwirksam zu inszenieren ist. Wie Informatiker könnten schon relativ krasse Sachen zu zum Beispiel Computereffekten in Filmen
oder wenn sie sich in diesem Bereich halt spezialisiert haben. Oder meinetwegen, Informatik ist ja ein Riesenfeld, ja, also ich bitte anwesende Informatiker mich jetzt nicht überfallen und darauf hinweisen, dass man sie nicht alle unter einen Hut stecken soll. Das darf man bitte auch nicht mit den Naturwissenschaftlern oder so gar nicht mit den Forstwissenschaftlern tun. Und auch schon zwei Förster, die streng genommen auf dem Papier den gleichen Beruf haben, die kriegst du auch nur dann unter denselben Hut, indem du einen totschießt. Ganz alter Witz aus dem Wald, ja. Ja, jedenfalls das zu diesen Reaction-Videos und jetzt habe ich natürlich den Faden verloren, was ich eigentlich erzählen wollte. Genau, ich meckere hier aus der luxuriösen Situation heraus, dass mich das höher, schneller, weiter im Bushcraft-Bereich halt nun wirklich nicht betrifft, weil mir der Content in nächster Zeit nicht ausgehen wird, weil ich halt immer noch irgendwelchen Waldkram erzählen kann und historischen Krempel zum Wald und was weiß ich, also Themenideen. Es gibt mal Phasen, da fliegen mir die Dinger zu und da muss ich dann selektieren, was ich überhaupt bearbeiten kann. Ich mache mir aber in nächster Zeit wirklich keine Sorgen, dass mir das dann irgendwie mal ausgehen könnte, zumal sich die Forstwissenschaften, die Ökologie in vielen Bereichen auch nach wie vor weiterentwickelt, dann neue Erkenntnisse dazukommen, man die dann noch oben drauf klatschen kann und so weiter und man dann vielleicht irgendwann auch mal was wiederholen kann tatsächlich in einem neuen und einem anderen Kontext und vielleicht auch ein bisschen besser erzählt, besser erklärt und mit anderen Beispielen und so weiter und so fort. Das geht wunderbar, da hat sich noch nie irgendjemand von euch beklagt, weil ich schon so viel Zeug erzählt habe und so viele Videos entsprechend von mir da sind, dass ich das außer mir wahrscheinlich sowieso niemand oder einem anderen Fachmann natürlich, aber die brauchen mein Zeug ja nicht gucken, die wissen es ja selber, kann sich das eh keiner merken. Und das ist dann schon auch irgendwie dann letztendlich nochmal so ein Vorteil, der mich selber eben beim Thema, okay, uns gehen die Ideen aus, das haben wir jetzt alle schon 17.000 Mal gesehen und irgendwer anders hat das schon, und 8.354 andere haben das auch schon gemacht. Das betrifft mich alles nicht so sehr, weil meine Nische tatsächlich noch relativ unbesetzt ist, beziehungsweise nur von mir in dem Umfang und auf die Art und Weise, wie ich das mache. Es gibt ja inzwischen noch ein paar andere wissenschaftliche wissenschaftlicher Background Naturerklärkanäle. Das ist auch gut so und das ist auch schön so und da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Die Kombi aus Wissen zu draußen und rausgehen, so wie ich das mache, ist, denke ich, nach wie vor nicht wirklich große Konkurrenz in Sicht und dann halt eben auch die Länge meiner Videos als Alleinstellungsmerkmal. Das mag viele abschrecken, die sonst da wären, aber es zieht auch die richtigen Leute vor allen Dingen an. Da darf sich jetzt gerne jeder angesprochen fühlen, der gerade noch zuhört. Ja, also das ist ja immer das Schöne, wenn man in solchen Versteck mal Lob bei Minute 51 von einem potenziell durchaus ziemlich langen Video, aber ich komme jetzt langsam aus zum Schluss und alle anderen entdecken es nicht, die nicht bis dahin gekommen sind. meine bösartigen Pläne, um die Weltherrschaft an mich zu reißen. Nee, das wäre mir echt zu stressig. Oh Gott, stellt euch das mal vor, wie anstrengend das sein muss, die Weltherrschaft inne zu haben. Boah, da hast du aber auch wirklich nur noch zu tun. Ja, also, das eben so meine Feststellung, meine Beobachtung, meine Sorgen wollte ich ja nicht sagen. Ja, so schaut's halt aus. Wie seht ihr das nochmal? Ja, also ich fordere euch ja längst nicht immer auf, Kommentare zu schreiben, möchte es in diesem Fall aber wirklich nochmal ausdrücklich tun. Mich würde da hochgradig interessieren, wie das denn sonst so wahrgenommen wird. Im Gegensatz zu mir müsst ihr auch keinen Shitstorm befürchten, wenn ihr jetzt irgendjemand persönlich angreift. Persönlich angreifen wäre dann aber freundlich, ja. Dass ihr jemanden nicht gut findet, okay, das darf man schon sagen. Böse Dinge würde ich dann hingegen mit gegebenenfalls Kommentarlöschungen ähnlichen Konsequenzen leider sanktionieren müssen, weil gehört sich nicht. So, ja, also ich hoffe, das war jetzt alles nicht viel zu konfus und wahrscheinlich würden mir jetzt auch noch ein paar Sachen einfallen, wenn ich noch weiter drüber nachdenke, aber ich denke, es ist klar, in welche Richtung es geht und das überlasse ich jetzt, wie gesagt, euch. Alle, die keine Lust haben, einen Kommentar zu schreiben, lest doch gerne mal ein bisschen mit, was die anderen da noch so zu sagen haben und wenn ganz viel Spannendes zusammenkommt, dann kann ich ja immer noch dann nochmal ein Diskussionsrundenvideo machen, wo man dann einzelne Aspekte, die ihr noch genannt habt, nochmal aufgreift und dazu nochmal ein paar konkrete Dinge erzählt. Genau.
Ich bedanke mich an dieser Stelle und wünsche einen schönen, vermutlich Abend, wenn ihr das guckt. Erfahrungsgemäß wird abends geguckt. Und bis zum nächsten Mal. Dann auch wieder mit irgendwas konkreter, fassbarem. Mit Sicherheit zumindest das. Tschüss.